So, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren, einer weiteren Runde Valhalla Hills. Wenn ich frage, warum ich im Startmenü und nicht auf der Karte bin, ganz einfach, es kam jetzt, zumindest gestern, das Halloween-Update. Als ich das gerade, also wenn ich das jetzt hier aufnehme. Und darum möchte ich gerne, oh, es gibt neue Erfolge, eine Sägemühle, die man freischalten, also es gibt nämlich jetzt sehr, sehr viele Änderungen mit dem Update, wie ich gelesen habe. Die Sägemühle, also das, was Bretter herstellt, ist jetzt ein eigenes Gebäude. Es gibt noch größere Karten, es gibt ein noch größeres Lager, es gibt einen größeren Stein, also Quatsch, es gibt einen Steinmetz, der dann die Arbeit des Steinmetzanbaus macht. Und die Försterei, die quasi eben aufforstet. Ja, um den Bestand an Bäumen wieder aufzubauen, ist eine Försterei nötig. Das heißt, die werden wir jetzt nach und nach freischalten, aber erstmal eine neue Karte. Normales Spiel, würde ich sagen. In einem freien Spiel hätten wir halt alles direkt zur Verfügung, aber auf Wikinger-Art. Ja, nee, wir machen ein ganz normales Spiel. Ich weiß nicht, fangen wir dann auf klein wieder an? Ich weiß es nicht. Weil wir jetzt einige Sachen nicht haben, die wirklich nötig sein werden. Nee, das ist eine ziemlich große Karte. Ach, uns haben die Skelette ein bisschen genervt. So, wir brauchen... Ja, stimmt, uns gibt einen Werkzeugmacher. Inzwischen. Das heißt, die Wikinger machen sich ihr Werkzeug nicht mehr selbst. Werkzeugmacher. Deine Wikinger benötigen für die Ausübung der meisten Berufe ein ordentliches Werkzeug. Dies kann beim Werkzeugmacher produziert werden. Er sollte unbedingt als eines der ersten Gebäude errichtet werden. Um immer die richtigen Werkzeuge und einfache Waffen zu produzieren, gibt es beim Werkzeugmacher eine Auftragsliste. Diese regelt, in welcher Reihenfolge die benötigten Dinge erzeugt werden. Bedenke, der Werkzeugmacher wird erst mit der Arbeit beginnen und Waren einsammeln, wenn er einen Auftrag hat. Bearbeite die Auftragsliste dazu im Gebäudemenü. Ich werde den einfach dann hier hinsetzen. Ja, Tutorial Werkzeugmacher. Es gibt jetzt noch die Sägemühle, die eben quasi dann Bretter herstellt. Die Försterei ist relativ klar. Steinbruch, Steinmetz. Farmmühle, Bäckerei, Brunnenjäger, Fischer, was wir alles schon kennen. Und, habe ich irgendwas vergessen? Logistik gibt es natürlich jetzt. Es gibt Lager, großes Lager, riesiges Lager. Und die Militärlager brauchen jetzt kein Leder mehr, fällt mir gerade ein. Waffenmacher, Goldschmiede, Brauerei, bla bla. Aber es gibt augenscheinlich keine Anbauten mehr. Ich glaube, sie haben die Anbauten komplett aus dem Spiel genommen. Was ich jetzt nicht so schlimm finde. Beschleunigen wir kurz, dass wenigstens diese Sachen schnell gebaut sind. Was haben wir denn hier noch? Hier ist ein bisschen Stein. Hier ist eine Menge Stein, aber hier sind auch Skelette. Diese haben jetzt nur noch 1200 Leben. So. Jetzt kann ich hier sagen, stell also eine Axt her, stell einen Rucksack her. Ach ja, stimmt, man braucht jetzt auch eine Brotschaufel für den Bäcker. Ja, gleich ist definitiv auch das hier gebaut. Dem Holzfäller fehlt jetzt zum Beispiel eine Axt. Warum sage ich dem? Machen wir eine Axt. Man sieht auch immer direkt, was das alles erfordert. Das ist sehr gut. Aber ich glaube, jetzt brauchen sie wirklich alle immer irgendwas, um solche Sachen herzustellen. Das heißt, oder hat der Holzfäller jetzt schon... Nö. Der arbeitet aber ohne irgendwas. Die macht das mit der Hand. Das ist ja cool. Ja. Ware fehlt. Jetzt habe ich dem gesagt, mach mal eine Axt. Hoppla, so weit wollte ich gar nicht rauszoomen. Gucken wir doch mal, was die Karte sonst noch so zu bieten hat. Ich habe dem doch gesagt, stell eine Axt her. Ja, Produktion, eine Axt. Ach, Holzfäller hat jetzt schon eine. Ja gut, dann lasse ich dir noch eine mehr herstellen. Ist jetzt nicht weiter schlimm. Als nächstes können wir einen Hammer für einen Steinmetz brauchen. Oder für einen Steinbruch.
setze ich lieber noch nicht so sehr in die Nähe der Skelette. Ja, komm, hier geht. Oder, ja, komm, setzen wir hier hin. Ach ja, und mach eine Angel für einen Fischer. Man sieht hier die ganze Zeit sehr schön, was die alles produzieren. Das ist gut. Oh. Produziert ja ganz schön schnell. Das heißt, jetzt brauchen wir eigentlich direkt eine Sägemühle mal in der Nähe. Ah, hier ist auch eine Menge Stein. Das übersieht man ja ganz leicht. Aber erstmal... das Spiel war bei mir kurz eingefroren. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Gut. Ein Fischer. Und wir brauchen langsam mal Wege. Auf jeden Fall wird der der Werkzeugmacher sicher sehr nützlich. Aber schön, dass wir das dann doch alles schon vorher freigeschaltet haben. Oh, ach, sieht aus, als würden die wirklich nur nachts rauskommen, die Skelette. Ah ne, jetzt sind sie hier. Okay. Aber die scheinen ziemlich stark zu sein. Also zumindest waren sie das letztes Mal, da hatten sie halt 2000 Leben. So. Und ich würde sagen, komm. Ich habe keine Ahnung, was das Sägewerk braucht. Also. Okay, und jetzt kann man hier noch weitere Träger für die Baustellen einteilen. Das ist sehr nützlich, wie ich finde. Ich werde hier nämlich jetzt eine Försterei auch noch in die Nähe setzen. Weil ich denke, dass das eigentlich nur nützlich sein kann und weil ich das Gebäude mal ausprobieren möchte. So, Sägewerk. Plankenmacher ist. Ihm fehlt auch nichts. Der ist glücklich, okay. So, weiterer Bauarbeiter. Und. Was haben wir hier? Ja, der braucht noch. Okay, komm, Träger her. Und der ist immer noch nicht fertig? Ach, ja gut. Das Spiel friert bei mir permanent ein. Ich weiß auch nicht, was es gerade war. Hoffen wir einfach, dass es nicht noch so häufig passiert. So. Förster ist fertig. Bjorn braucht aber auch nichts. Der forstet dann also fröhlich hier auf. Das ist schön. Und wir haben ja auch sehr viel grüne Fläche für Farmen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Irgendwie ist jetzt gerade die Musik weg. Okay, die Brotschaufel braucht einen Ast und eine Planke. Ah, die Musik ist wieder da. Fischer ist da. Wunderbar. Für Platz braucht so ein riesiges Lager braucht, glaube ich, mehr Platz, oder? Nee, braucht es nicht. Nur das kleine braucht weniger. Eigentlich können wir so ein riesiges schon brauchen. Das Problem ist, dafür brauchen wir einen Steinquader. So. Der Plankenmacher arbeitet. Ach, dabei entstehen auch Äste. Okay. Und er hier macht Setzlinge. Dadurch haben wir dann hier vielleicht schon eine relativ unendliche Versorgung. Ich weiß es nicht. Wobei, wir brauchen eigentlich mal was zum Wohnen. Und wir brauchen definitiv den Steinmetz. So, dass wir nicht den Busch entfernen. Ansonsten wäre das ein bisschen... Ja, ich weiß, das klang jetzt blöd. Einfach, dass er hier vom Steinmetz was kriegt. Der Steinbruch. Was haben wir denn sonst noch so? Ich könnte eigentlich hier direkt noch einen Steinbruch hinsetzen. Wie gut werden denn Planken produziert?
Sie tauchen auf. Wir haben schon zwei Planken, das heißt, eigentlich können wir direkt ein großes Lager hier hinsetzen. Ich würde nur sagen, das hier muss definitiv schneller gebaut werden. Weil ein Steinmetz brauchen wir auf jeden Fall. Und ich habe keine Ahnung, was der braucht, wahrscheinlich auch wieder einen Hammer. Komm, produziere sicherheitshalber nochmal einen Hammer. Ach, eine Spitzhacke braucht man jetzt wahrscheinlich in den Minen. Ja, wahrscheinlich brauchte man die vorher auch schon und ich habe es einfach noch nicht gemerkt. Auf jeden Fall wird fröhlich produziert, das ist sehr schön. Und vor allem wird dann auch der Kram hier hoffentlich eingesammelt. Ich meine, hier ist Holz, hier ist Leder, hier ist Bruchstein. Was man nicht so alles braucht, ne? Hier gibt es leider keine Tiere zum Fangen. Also ich finde hier bisher keine Hasen. Ach, da sind Hasen. Okay. Jäger sind also nicht komplett nutzlos. Oh, hier sind sogar sehr viele Hasen. Und hier sind Skelette und hier liegen Augäpfel und Feuerwerkskörper. Hexenkessel, ein Sarg. Aber drei Skelette halt. Hm. Oh, hier sind noch mehr. Gut, werden wir uns hier mal eine vernünftige Landwirtschaft und so aufbauen und dann... Steinmetz, was brauchst du? Einen Hammer. Der Werkzeugmacher dürfte da gerade dran sein. Ich finde, der sieht noch ziemlich sehr stark nach dem Waffenmacher aus, der Werkzeugmacher. Naja. Und ich finde es ein bisschen schade, dass man dem manuell sagen muss, was er alles produzieren soll. So, jetzt beschleunigen wir wieder ein bisschen. Ach, hier sind auch noch Häschen. Es sind doch mehr da, als ich gedacht habe. Okay, ich nehme alles zurück, was ich gesagt habe. Es gibt genug zum Jagen. Hast du den Hammer gebaut? Ja, er hat den Hammer, wunderbar. Und dann werden wir uns hier oben erstmal gleich ein... Na gut, wir brauchen hier erstmal ein Wohnhaus oder so. Er arbeitet ja schön. Na gut, ein Wohnhaus braucht vier von den... Ja gut, passt hier eh nicht hin. Eine Wohnhütte. Komm, hier hin. Passt. Kriegen wir ein paar mehr Wikinger. Und übrigens eine kleine Sache, die jetzt auch nicht mehr geht. Ich kann keine Gebäude mehr setzen, wenn ich pausiere. Das haben sie eingefügt. Warum? Wieso? Ich weiß es nicht. Komm, ein kleines Lagerfeuer können wir hier noch hinsetzen. Moment mal. Okay, das Gebäude sah schon cool aus, also bei dem, was da gerade so geblitzt hat. Oh, jetzt hört er wahrscheinlich einen Hund kläffen. Historien kann ich arbeiten, Helge. Dein Gewart futtern, Helge. Ja, wir brauchen hier eigentlich mal Träger und sowas, aber haben wir nicht. Baut das Gebäude auf, und zwar schnell. Dann kann ich nämlich hier ein paar Träger fürs Lager hinpacken. Und fertig. Und jetzt kann ich hier ein paar... Also die Träger werden wir auf jeden Fall alle brauchen. Da bin ich mir todsicher. Speziell Nahrung ist ja sehr wichtig. Und jetzt kommen wir natürlich direkt zur Farm. Wir haben sehr viel Platz. Wir haben sehr viel, wo wir was bauen können. Sehr viel Grün vor allem. Na gut, Wölfe haben wir auch. Das heißt, wenn wir uns hierhin ausdehnen, brauchen wir erstmal ein bisschen Militär. Wie gut arbeitet das Sägewerk? Nicht schnell genug, also es könnte theoretisch... Ja komm, ich nehme einen einzelnen Träger dazu. Und der Förster hier,
Komm, auch ein Träger. Was soll der Geiz? Ach ja, genau, wir brauchen ja eine Sichel für den Kerl. Dann mache ich auch schon mal eine Brotschaufel für den anderen Vogel. Ja, jetzt wird hier auf jeden Fall ein bisschen Kram gesammelt. Ja, Helge ist immer wieder hungrig. Boah, was ruckelt das auf einmal so? Ach nee. Moment. Ich pausiere mal kurz, wenn es klappt. Es will nicht ganz. So, jetzt habe ich es pausiert, aber es funktioniert nicht besser. Moment. So, jetzt geht's wieder. Einfach mal kurz Aufnahme unterbrechen, dann funktioniert es schon wieder. Das ist typisch mal wieder. Was haben wir hier noch? Ja gut, hier wird alles Mögliche gesammelt, das ist gut. Der Fischer wird seinen Fisch auch schnell los. Ich glaube, ich lasse den erstmal noch ein paar Angeln dazu machen. Einfach weil wir noch mehr Fischer brauchen werden. Das ist definitiv der Fall. Aber die Försterei forstet ganz gut. Ich habe das Gefühl, das ist deutlich effektiver als mit dem Anbau, den man vorher hatte. Hast du schon deine Sichel? Nö. Schnüff, mir fehlt die Sichel. Ja, wobei, er schafft es trotzdem, was anzubauen. So ganz geringfügig. Komm, gebe ich dem eben die Träger, die er braucht. So. Jetzt fallen schon wieder welche vom Himmel. Oh, hier ist gleich alles abgebaut. Ich mache hier definitiv mal kurz einen weiteren Steinbruch hin. So. Das möchte ich mir mal von Namen ansehen. Das ist ja ein cooles Gerät. Alles schön in Form geklöppelt. Na gut, ich muss sagen, ich weiß nicht so ganz, wie das normalerweise abläuft. Ich dachte, das geht eher mit einem Meißel. Aber ich bin kein Steinmetz. Blöd, dass man hier die ganze Zeit an Hängen baut, aber was will man machen? Das dürfte vorerst für eine rudimentäre Nahrungsversorgung reichen. Ich könnte dann gleich mal hier in der Gegend schauen, ob es hier was an Rohstoffen gibt. Aber was ich auch sehe, was wir dringend brauchen, ein weiteres Haus. Und jetzt finde ich, bietet sich auch ein Wohnhaus an, wenn es irgendwo eine Stelle gäbe, an der man das bauen könnte und wo dann auch entsprechend Leute drin wären. Immer diese Wohnhäuser. Dann eben eine Wohnhütte. Arbeiter fehlt. Gut. Dann nehme ich dem, glaube ich, einen der Träger wieder weg. Dann haben wir einen Arbeiter. Beschleunigen wir. Ach, es fehlt ein Hammer. Stimmt ja. Ach Quatsch, nicht eine Axt. Ein Hammer. So, man muss auch auf das Richtige klicken. Und mir fällt gerade auf, wir brauchen natürlich dann gleich auch eine Mühle. Ganz zu schweigen von der Bäckerei. So. Immer mehr Leute sind hungrig und können nicht arbeiten. Wozu haben wir denn die ganzen Fischer hier? Na, den Fischer. Und hier fehlt Holz. Ja, die Sägemühle
Komm, den Träger nehme ich wieder raus. Wir brauchen hier auf jeden Fall den zweiten Fischer. Gut. Läuft. Er produziert hier, das ist sehr gut. Dann kommt auch bald die Mühle hinterher. Und dann die Bäckerei. Und dann kann ich eigentlich schon direkt eine Küche bauen, fällt mir auf. Eine Küche. Komm hier hin. Macht jetzt auch nicht so viel. Die Leute finden schon hin. Aber ich würde sagen, dann mache ich hier mal einen kleinen Schnitt. Ich hoffe, ihr habt Spaß im Let's Play. Sagt mal, was ihr von den Neuerungen haltet. Wahrscheinlich, ja gut, die sind für euch wahrscheinlich schon etwas älter, weil ich spiele das ja nicht so hundertprozentig aktuell. Ich nehme ja immer im Voraus auf. Also dann bis zum nächsten Mal. Cheerio!